vielmehr ist zwischen mir und denen, das heißt in Österreich oder Deutschland oder die EU oder egal wer oder Amerika, ist zwischen mir und ihnen Feindschaft und Hass für immer. Entweder ich siege über sie oder ich schlachte ihre Köpfe ab. Angeblich wurde er im Oktober bei einem Drohnenangriff getötet. Sie wollen, das gilt ja natürlich vor allen Dingen für junge Menschen, etwas Großes tun. Das bietet unsere Gesellschaft ihnen nicht an. Und deswegen gehen sie vielleicht nach Syrien und machen sich fit, um hier etwas Furchtbares anzurichten. Oder aber sie richten sich zu auf das Martyrium, das sie in irgendeiner Weise... Ja, zu den Kindern, inshallah. Wir haben uns schon mal angewöhnt. Ja, das war ein bisschen Ordnung. Das ist die arabische Ordnung, das ist ein bisschen Beschwerde. Vom Gangster-Rapper zum islamistischen Krieger. Noch eine dieser Radikalisierungskarrieren. Was seine Performance als Künstler angeht, war der Sohn eines Ghanas und einer Deutschen nicht allzu erfolgreich. In Kreuzberg wundern sich die ehemaligen Rapper-Kollegen. Er hat angefangen, 5-mal am Tag zu beten und sowas, auch alles schön und gut ist. Und so. Er hat aber auch angefangen, teilweise haben sich viele Leute von ihm genervt gefühlt, weiß ich schon von Erzählungen, dass wenn der so dort kam, so, Abu Malik, dann hat er schon den so eine Predigt vorgehalten, so, ja, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und so, und hat sich aber dabei vergessen, dass er mal anders war. Und das waren die Jungs, mit denen er mal früher unterwegs war, ja. 2010 pilgert Desodoc, der sich nun Abu Malek nennt, nach Mekka. Hip-Hop-Musik lehnt er bereits ab. Cuthbert wird zu einem der Zugpferde der deutschen Salafisten-Szene und tourt durch die Republik. Zum ersten Mal wird ihm zugehört. Die Leute, die Gesetze machen, die sind die Schlimmste. Die sind schwul, die sind kokainsüchtig, pädophil, einfach ekelhaft. Wie kann ich auf so eine Leute ihre Gesetze haben? Guck mal Oberhalb an, ekelhaft. Herr Audebillah, was macht der? Er läuft mit seinen Freunden. Der hat uns die ganzen Junkies nach Kreuzberg geschickt und die Drogen gelassen. Dieser dreckige Müller war einfach nicht. Vor 2 Jahren macht er sich auf Richtung Syrien. Er nennt sich jetzt Abu Talah al-Almani und schließt sich dem islamischen Staat an. Wir sind gerade Richtung Hamsen. Fortstoßen nach Damaschk, inshallah. Und dann fortstoßen Richtung Palästina, inshallah. Und dann Richtung Mekka, Richtung Medina, um in Allahs Wort das Höchste zu machen, inshallah. Und, yani wallahi, Jagd zu machen. Und jedes Mal, wenn wir in die Stadt rausziehen, dass wir hoffen, dass wir einen erwischen, den wir mal enthaupten können. Aber Papa und ich, wir wünschen uns schon so lange, mit einem stummen Messer einen zu schlachten. Aus dem Versager Desodoc wird der Gotteskrieger. Vor wenigen Wochen wird sein Tod gemeldet. Nach neuen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden ist er jedoch noch am Leben. Die islamistische Szene ist auch in der deutschen Hauptstadt seit Jahren aktiv. Radikalisiert werden vor allem junge Männer. Bilder aus dem Jahr 2012. Auf dem Potsdamer Platz kreuzen sich an diesem Tag 2 Gefährderkarrieren. Die von Desodoc und einem unscheinbar wirkenden älteren Herrn mit einer Kamera. Es ist Reda Sayah. Der 52-jährige Deutsch-Ägypter soll früher Kontakte zu Al-Qaida gehabt haben. Lass mich im Moment in Ruhe arbeiten. Ich bin im Arbeiten. Sayan, der in Deutschland von Sozialhilfe lebte, wird später im sogenannten Islamischen Staat Karriere machen. Dieses Video aus Syrien zeigt ihn bei Dreharbeiten in einer Region, die dem IS zugerechnet wird. Eine erstaunliche Karriere für einen Mann, der bereits 2002 an der Vorbereitung des Attentats von Bali beteiligt gewesen sein soll. 202 Menschen starben. Ja, was Sie jetzt zuerst zu den Fragen, ja? Ja, okay. Wir würden gerne Sie fragen zu Ihrem Interview. Sayam, der sich als arbeitsloser Journalist ausgibt, lebt in Berlin von Hartz IV. Über seine Radikalisierung packte seine erste Frau, eine Deutsche, aus. Erst bei Ermittlern, dann in einem Buch. Ihre Ex-Frau behauptet, dass sie in Saudi-Arabien den Laden getroffen haben. Ist das wirklich? Ja. Gut. Wenn sie das meint. Bonn, Mai 2012. Gegen die Rechten von Pro-NRW bringen sich 500 junge Muslime in Stellung.
unter ihnen auch die führenden Köpfe der Salafisten. Auch dabei Reda Sayyam als selbsternannter Kameramann der Szene. Ein Polizeivideo dokumentiert die Eskalation an diesem Tag. Ein junger Türke greift mehrere Polizisten mit einem Messer an und verletzt drei von ihnen schwer. Wenige Tage später. Versuch eines Interviews. Sag, Herr Sayyam. Herr Sayyam, wir sind verspiegelt, Frau, hallo. In Bonn, warum waren Sie denn eigentlich da? So die Frage. Nur mit Mühe kann sich das Team vor dem islamistischen Propagandisten retten. Zurück zur Bonner Demo. Erklärtes Feindbild der radikalisierten Salafisten: der deutsche Rechtsstaat. Der junge Türke, der hier auf die Beamten zustürmt, ist Murat K., 27. Es handelte sich aber, das kann man